2021 kommen ganz wichtige steuerliche Änderungen auf viele Anleger zu. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 10 Millionen Anleger betroffen sein könnten. Worum es da geht, welche steuerlichen Änderungen kommen und warum ich ein Update dazu habe, alles gleich im Video. Bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und in diesem Video möchte ich mit dir über, ich muss eher mit dir über Olaf Scholz sprechen und seine, ja, lass es mich mal freundlich sagen, anlegerschädigende neue Steuerpolitik oder steuerliche Gesetzgebung, die 2020 schon begonnen hat und die ab 2021 sogar noch deutlich verschärft wird. Worum geht's? Olaf Scholz hat im letzten Jahr, also 2019, im Gesetz zur steuerlichen Förderung der E-Mobilität, also ein Gesetz, wo keiner irgendwas Böses gedacht hatte, ein paar interessante steuerliche Änderungen versteckt, die wirklich extrem viele Anleger, Schätzungen gehen davon aus, bis zu 10 Millionen Anleger betroffen sein könnten, also fast jeder Aktienanleger in Deutschland. Und er hat ein paar Knaller versteckt, die ich dir nochmal ganz kurz zusammenfassen möchte, wenn du mein erstes Video, ich blende es dir mal ein, noch nicht gesehen hast. Und es geht einfach darum, dass ab 2020, also diese steuerliche Veränderung, diese steuerliche Regelung ist bereits aktiv, gilt für Aktienanleger, dass sie bei Totalverlusten nur noch 10.000 Euro pro Jahr steuerlich anrechnen können und den Rest forttragen müssen. Das heißt, und da wird es jetzt auch ganz wichtig für alle Wirecard-Geschädigten, die auf großen Verlusten sitzen, schau nicht zu, wenn du auf großen Verlusten sitzt, bis wirklich Wirecard bei Null steht. Denn dann kann es sein, wenn du einen großen Verlust angehäuft hast, dass du den über Jahre hinweg peu à peu à 10.000 Euro vortragen musst, abschreiben musst, während wenn du Wirecard vorher verkaufst, also noch vor dem Totalverlust, dann kannst du wenigstens den ganzen Betrag immer noch steuerlich ansetzen. Und das ist natürlich besonders wichtig für diejenigen, die wirklich auf den großen Verlusten sitzen. Also hier wirklich nicht pennen, im Zweifel natürlich mit einem Steuerberater noch sprechen, was die beste Strategie ist. Aber mach dir da mal Gedanken drüber, dass du hier wirklich nicht den Verlust noch schlimmer machst, indem du steuerlich auch noch drauf sitzen bleibst. Diese 10.000 Euro bei Totalverlust gilt auch für Anleihen, also auch seit diesem Jahr. Aber der richtig heftige Knaller ist natürlich dort vorhanden für all diejenigen, die auf Termingeschäfte zurückgreifen. Also auf Futures, auf Optionen, auf Zertifikate, auf Optionsscheine, auf CFDs und was es noch alles gibt. Und hier gab es 2019 oder Ende 2019 dieses mehr oder weniger versteckte Gesetz, welches ich dann Anfang des Jahres besprochen habe. Und da haben jetzt viele darauf gewartet, dass sie gesagt haben, okay, dieses Gesetz klingt extrem schlimm, aber es gibt ja bei jedem Gesetz eine sogenannte Durchführungsverordnung. Das heißt, ich sage es mal ganz salopp, das ist wie eine Betriebsanleitung fürs Finanzamt und dann wird denen erklärt, okay, so und so habt ihr das Gesetz zu lesen, auszulegen, manches kann abgemildert werden, manches kann verschlimmert werden. Und da haben jetzt eigentlich alle gewartet, dass diese Durchführungsverordnung als offizielles Schreiben des BMF, also Bundesministerium für Finanzen, bis Ende Juni kommt. Dann kam natürlich Corona dazwischen und alles hat sich verzögert. Die aktuelle Schätzung ist jetzt, dass es Ende August kommt. Aber, und jetzt wird es ganz besonders spannend, ich habe vor 2 Wochen in Nürnberg mich mit einem sehr renommierten Steuerberater getroffen, der hier dieses Gesetz genau begleitet, der hier auch eine Koryphäe in diesem Bereich ist. Und der wusste auch schon über Teile dieses Schreibens Bescheid, denn es sind schon ein paar Sachen aus dem BMF nach außen gedrungen und die möchte ich dir hier als Update sagen. Aber ganz wichtig und jetzt der Aufruf, wenn du noch kein Abo von dem Kanal gemacht hast, mach es, einfach aufs Glöckchen drücken, dann wirst du immer informiert, denn ich werde, wenn dieses Schreiben hochoffiziell draußen ist, das natürlich hier im Video nochmal besprechen, dann auch ganz offiziell, was da drin steht zu allen Regelungen, vielleicht auch eine Schalte machen mit einem Steuerberater. Also wenn du da informiert bleiben willst, dann unbedingt ein Abo machen, weil das wird ein Thema werden, was wirklich extrem viele Anleger betrifft und da müssen wir auch entsprechend reagieren, damit nicht hinterher viele in die steuerliche Röhre reinschauen und auf immensen Verlusten sitzen bleiben, die dann nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Also wirklich wichtiges Thema, Abo machen. Und was drang jetzt aus diesem Schreiben nach draußen? Erstmal der große Knaller, also ich nenne es Knaller, für viele, die Zertifikate handeln, vielleicht eine Erleichterung. Zertifikate sind zu großen Teilen ausgenommen. Das heißt, die werden nicht mehr als Termingeschäft angesehen. Du kannst sie weiterhin steuerlich in jede, also steuerlich betrachtet, jede Art von Verlusten, egal in welcher Höhe, gegenrechnen. Du bist also von diesem ganzen Wahnsinn, dass du pro Jahr nur noch 10.000 Euro an Verlusten anrechnen kannst, ausgenommen. Mit der Einschränkung, es steht wohl im Schreiben Zertifikate, also diese Tracker-Zertifikate ohne Hebel. Bei Hebelzertifikaten ist es so, dass diese nicht einen Totalverlust erreichen dürfen. Das heißt, in dem Moment, wo diese gehebelten Zertifikate
oder Knockout-Produkte besser gesagt, wertlos verfallen, bist du wieder in der steuerlichen Problematik drin, dass du nur 10.000 Euro pro Jahr ansetzen darfst. Aber hier gibt es natürlich clevere Lösungen. Entweder du als Anleger verkaufst diese Zertifikate, bevor sie auf Null fallen, oder, und davon gehe ich aus, die Finanzbranche ist ja sehr innovativ. Das heißt, der Emittent wird die wahrscheinlich nicht bei Null ausbuchen, sondern mit einem Restwert von 10 oder 20 Cent. Und damit hast du keinen Totalverlust und bist als Zertifikate-Trader ausgenommen. Im Übrigen, so eine steuerliche Regelung gab es auch schon früher mal bei Optionsscheinen. Da wurden die auch für einen symbolischen Cent oder Zehntelcent ausgebucht. Und dann wurden sie steuerlich einfach wahnsinnig nicht mehr problematisch. Was bei Zertifikaten allerdings noch in der Diskussion wohl ist, ist, wie werden Zertifikate behandelt, die komplexer sind? Also mit eingebetteten Optionen, beispielsweise Discount-Zertifikate oder noch komplexere Produkte mit asiatischen Optionen und verschiedensten komplexen Derivaten. Da ist wohl noch in der Schwebe, wie die behandelt werden, aber alle Trader, die Hebelzertifikate traden, können wahrscheinlich schon mal aufatmen, weil da geht es einfach weiter. Optionsscheine scheinen ebenfalls ausgenommen zu sein. Das heißt, die Bankenlobby hat ganze Arbeit geleistet, hat hier wirklich diese Produkte herausgenommen. Und jetzt wird es natürlich spannend für alle, die CFDs handeln. Mein Steuerberater, beziehungsweise mit dem ich jetzt gesprochen habe, sagt, es gibt eine geringe Hoffnung, dass vielleicht sogar CFDs ausgenommen werden könnten, aber der Trend geht wohl eher in die Richtung, dass CFDs als Termingeschäfte angesehen werden. Aber, und da weiß ich jetzt aus Gesprächen mit Banken in London, die also im CFD-Bereich extrem groß sind, die warten nur auf dieses Schreiben, weil die sagen, okay, wenn die Zertifikate rausgenommen werden, vielleicht können wir das Produkt CFD so anpassen, dass es auch ausgenommen wird, vielleicht unter einem anderen Namen, und dann kann auch der CFD-Handel weitergehen. Also ich möchte hier nicht zu viel versprechen, aber seitens der Innovationsseite ist hier viel im Gange und wir müssen einfach mal das konkrete Schreiben abwarten, ob CFDs vielleicht ausgenommen sind und wenn nicht, ob irgendeine Gestaltungsmöglichkeit besteht, dass CFDs wirklich rausfallen. Das wäre natürlich eine extrem große Erleichterung für alle CFD-Trader. Und würde natürlich auch vielen Anlegern, die ihre Portfolios absichern, das Leben deutlich erleichtern. Komplett über die Klinge springen leider Futures und Optionen, also auch ein Bereich, aus dem ich herkomme. Das wird komplett als Termingeschäft gesehen. Da wirst du auch die Verlustanrechenbarkeit von nur 10.000 Euro im Jahr haben. Das heißt, dieses Geschäft für Privatleute in Deutschland im größeren Stil. Und der größere Stil, der ist automatisch erreicht, wenn du Futures und Optionen handelst, aufgrund der größeren Kontogröße. Wird nicht mehr möglich sein. Hier musst du also auf Alternativen zurückgreifen oder einfach sagen, okay, du nimmst den Handel weg von dir als Privatperson hin in eine juristische Person, also sprich ein Unternehmen. Und genau über diese Problematik auch, die vielleicht sogar auch CFD-Trader haben könnten, werde ich am Dienstag im Report nochmal drüber schreiben. Das heißt, ich werde die steuerliche Problematik nochmal komplett zusammenfassen. Ich werde aber auch, soweit mir aktuell bekannt von den Infos, die ich habe, dir sagen, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, auch gerade für Händler von Terminkontrakten, also Futures, Optionen oder auch CFDs, die dann betroffen sein werden. Ich weiß, es gibt hier oft auf YouTube im Videos dann den Rat, dann mach doch eine kleine UG. Klar kannst du eine UG machen, aber das große Problem bei diesen Sachen ist, du musst die Transaktionen verbuchen. Der Finanzamtsmitarbeiter oder Finanzamtsbeamte, nennen wir es mal so, der muss die Sache verstehen, du musst das alles aufschlüsseln. Also es ist wirklich nicht so einfach, nur eine Firma hinzustellen, da gibt es noch mehr Sachen zu bedenken. Genau darüber werde ich im Report schreiben, ich blende dir mal ein, ist komplett kostenlos. Wenn du das Video später siehst, auch kein Problem, du kannst natürlich aufs Archiv zugreifen. Und da werde ich dir einfach mal den aktuellen Stand der Dinge, den ich so aufgesammelt habe, einfach dort begleiten und dir offenlegen und dir vielleicht schon mal ein paar Tipps geben, in welche Richtung es gehen könnte. Und wenn ich da aber dann konkrete Lösungen habe, dann natürlich auch hier im Video oder im Report. Also das mal nur als wichtiges Thema, weil ich wirklich sagen muss, insgesamt diese steuerliche Änderung, die ärgert mich extrem. Die ärgern mich auch deswegen extrem, weil alle Anleger hier als Zocker dargestellt werden, also auch vor allem diejenigen, die vielleicht nur ihr Portfolio absichern. Und wir sind einfach in Deutschland in einem Land, wo wir nicht weniger Aktionäre brauchen, sondern mehr Aktionäre. Denn aufgrund der Niedrigzinsen, wo es einfach nicht mehr möglich ist, dass du Geld auf dem Konto liegen lässt und jedes Jahr hast du 3-4% Zins, du musst an die Börse gehen, du musst Aktien langfristig kaufen, du musst vielleicht manche sagen, ich mag noch ein Derivat dazu haben oder ein komplexeres Zertifikat, was auch immer. Aber die werden jetzt alle mit solcher Gesetzgebung einfach noch mehr verschreckt und das führt einfach langfristig zu einer extremen Altersarmut, wenn die Leute nicht an der Börse anfangen, langfristig Kapital aufzubauen. Aber ich möchte dich jetzt auch nicht so mit negativen Gedanken entlassen. Man darf den Kopf in dem Fall einfach nicht hängen lassen. Ich bin selbst Unternehmer und man muss in diesen, bei solchen Risiken auch immer wieder Chancen erkennen und da gibt es auch Chancen und es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie wir vielleicht drumherum arbeiten können. Und da werde ich dich begleiten und da werde ich dir natürlich auch alles sagen, was mir so über den Weg läuft. Und wie ich selbst agiere. So, dann war es das von mir für dieses Video.
Das ist ein wichtiges Thema. Wenn du Freunde hast, Bekannte hast, die davon betroffen sind, gerne das Video teilen, gerne ein Abo dalassen und du siehst mich im nächsten Video. Bis dann.